Sport AG gibt es seit circa 5 Jahren und es war so ein, ja, eine Herzensangelegenheit von mir und habe das dann vor 5 Jahren ins Leben gerufen und ist jetzt seit 5 Jahren sehr, sehr erfolgreich. Hohe Teilnehmerzahlen, die Schüler sind sehr, sehr begeistert. Ich finde es super, dass wir diese Schulsafari machen, dass auch Kinder, was nicht so täglich im Handball drin sind, auch Handball probieren dürfen. Man sieht wirklich, wie schnell die Entwicklung geht. Also ab der ersten Sekunde, wo sie fast nicht den Ball im Hand halten können, zudem, dass man 1,5 Stunden später dem Training einfach beendet. Die machen das, die werden davon richtig glücklich und wir kriegen auch viel Spaß damit. Also ich wollte mal anfangen mit Handball, aber habe es dann nicht gemacht und ich spiele dafür Feldhockey. Ja, ich war in der Grundschule mal in der Handball AG, ansonsten eher nicht und ich schwimme, also sonst gar nichts mit Bällen zu tun zurzeit. Wir haben ja diese Bundesinitiative Schule ohne Rassismus, haben das aufgegriffen, uns als Schule dafür beworben und dann die Rhein-Neckar Löwen als Pate ausgewählt, beziehungsweise als Wunschpate und dann angefragt. Und ich finde, insbesondere wenn wir von Rassismus sprechen, spielt der Sport eine ganz, ganz große Rolle, weil es einfach ein Sprachrohr dafür ist in allen Sportarten. Und da haben wir es dann geschafft, euch für uns begeistern zu können, sodass diese Kooperation zustande gekommen ist und sind da auch sehr, sehr glücklich drüber.